Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Omsi. Der Omnibus-Simulator. Dach in Asenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi, der Omnibus-Simulator. Ich bin unterwegs in Berlin-Spandau. Ja, die Fahrgäste sind nicht sehr zufrieden mit mir. Ich habe auch so einen kleinen Unfall, so ab und zu mal. Ein bisschen Fahrerflucht aus Versehen. Aber in dieser Episode werde ich es wahrscheinlich bis zur Endstation schaffen. Was heißt wahrscheinlich? Wir fahren es auf jeden Fall jetzt bis zur Endstation und dann schauen wir mal, wie ich abgeschnitten habe. Da hat schon wieder einer gemeckert. Irgendwie, boah, fährt der Scheiße. Ja, ja, ist gut, komm. Nochmal anhalten jetzt, ne? Schön brav. Da wollen auch wieder Pat und Patachon einsteigen. Das sind, glaube ich, die Danny DeVito-Zwillinge. Das sind die mit den kurzen Armen. Einmal wieder Kurzstrecke. Da. So, und rausgeben muss ich noch. Einen normalen Fahrschein, bitte. Da. Rausgeben, natürlich. Und, haben wir's? Ja, Deutschmark. Ja, Deutschmark, habt ihr gesehen? Deutschmark, Deutsche Mark. Ja, das spielt in der Vergangenheit, das Spiel. Das spielt in den 80ern. Ich glaube, 88 spielt das jetzt irgendwie. Können wir die Tür wieder zumachen, bitte? Danke. Und deswegen gibt's hier noch das, das alte Geld. Und wir fahren weiter. Es dürften jetzt nur noch 5 Stationen sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Und dann sind wir im Ziel. Und dann gibt's die große Abrechnung. So, Stadtgrenze. Ich muss links abbiegen. Da werden wir ausnahmsweise mal wieder blinken. Wunderbar. Da haben wir wieder das Stocken. Ich weiß nicht, warum das zwischendurch stockt, weil ansonsten läuft die Grafik ja insgesamt ganz ordentlich flüssig. Jetzt ist super flüssig, aber es taugt mir auf jeden Fall. Aber dieses Stocken zwischendurch, das nervt ein bisschen. So, jetzt muss ich hier entweder links oder rechts, ne? Zum Depot müssen wir nicht, wir müssen nach rechts. Blinken wir doch gleich mal rechts. Ich habe alles im Griff, ne? Aber sowas von. Huch, da hinten hocken 2 weiße Männer. Jetzt haben wir die Textur nachgeladen endlich. Parkt der hier oder steht der hier? Ich glaube, der steht hier, ne? Also, nee. Parkt der hier oder wartet ihr auf die Ampel? Das meinte ich natürlich. Sprechdurchfall wieder. Nee, ich glaube, das sind Parkautos. Ja, komm, jetzt mach mal langsam grün hier. Da, der Kollege wieder. Der fährt anscheinend in die andere Richtung. Hat aber nicht so viele Fahrgäste wie ich. Fährt anscheinend sehr schlecht. Nicht so gottgleich wie ich. Ja, jetzt könnte es mal langsam grün werden. So, los. Weiter. Okidoki. Müssen wir an dem möglichst unfallfrei vorbeikommen. Nimmt er mir die Vorfahrt oder nimmt er mir die Vorfahrt? Oder habe ich jetzt was übersehen? Oh, da ist eine Haltestelle. Das auch noch. Aber da will keiner anhalten. Will jemand einsteigen? Der dicke Mann da vielleicht? Den nehmen wir mit. Ausnahmsweise. Also ich glaube doch, dass das nicht verkehrsgerecht war. Warum dürfen sich die denn eigentlich gegen sämtliche Verkehrsregeln verhalten, die Arschlöcher? Oh, 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 das war knapp! Ja, und ich, wenn was falsch macht, wird angeschissen. Das ist nicht gerecht. Naja. So ist das Leben eines Busfahrers, der keine Beine hat. So. Was haben wir drauf hier? Knapp 60. Ja, das beschleunigt, das Ding beschleunigt wie ein Kühlschrank, nämlich gar nicht irgendwie. So, da kommt eine Haltestelle. Da müssen wir ein bisschen vom Tempo runter. Ach nee, ist noch weiter vorne. Es will aber jemand aussteigen. Das sehe ich an der gelben Leuchtmarkierung. Ich bin so schlau. Oh, ah, so langsam kenne ich mich aus. Komm, ein Stück vor noch. Magistrat! Weg! Tür auf! Leute rein! Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Tür zu. Da. Rückgeld. Danke. Bitteschön. So. Und weiter geht's. Also, die Tour müsste dann langsam irgendwie irgendwann mal wieder am Ende sein. Glaube ich. Wie viele Stationen noch? Ich habe nicht mehr mitgezählt. 3 vielleicht?
Vielleicht vier, ich weiß nicht. So, da will jemand aussteigen. Mal wieder. Oh. Rein will niemand offensichtlich. Die Tür geht wieder automatisch zu, richtig? Ja, fein! Schlauer Bus. So. Und ich glaube, ich muss dann irgendwie immer zum Terminus oder so. Das ist, glaube ich, dann die Endstation irgendwie. Und dann wird abgerechnet hier. Stadtgrenze ist die Endstation für mich. So, hier will auch wieder jemand aussteigen. Ja, dann halten wir halt an, in Gottes Namen. Rein will wieder niemand. Die weiße Frau steigt aus. Ja, ist klar, gegen Ende der Tour wird es natürlich immer weniger, ne? So. Ist das hier die Endstation schon oder muss ich jetzt da weiter links fahren? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann es auch noch nicht lesen. Ich versuche mir langsam vorzutasten. Stadtgrenze. Ist das eine Haltestelle für mich? Muss ich hier anhalten? Es leuchtet nichts gelb. Wartet ihr vielleicht? Will die mitfahren? Will die mitfahren? Ich weiß es nicht. Was ist los? Trulla? Ich weiß gar nicht, ob ich hier halten muss. Blöde Kuh! Okay, war wahrscheinlich falsch. Hätte ich gar nicht halten müssen. Weiter geht's in Richtung Stadtgrenze hier. Oh, da ist noch eine Haltestelle. Da ist auch niemand, ne? Ne, fahr mal durch, komm. Fahr mal durch, fahr mal durch. Scheiße, was ist jetzt los? Kacke. Ah. Ja, da war mal eine Haltestelle. Früher. So, hier geht's dann weiter zur Stadtgrenze. Hervorragend. Ich habe alles im Griff hier. Da kommt ein Kollege entgegen. Da gehe ich mal lieber auf die rechte Spur, würde ich sagen. Weil die fahren hier ja alle so scheiße, außer mir. Fahren alle scheiße. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft hier. Glaube ich. Was ist das hier? Eine U-Bahn-Haltestelle oder sowas? Oder das ist ein Busbahnhof? Ich weiß es nicht. So. Da vorne links, sagt er. Da würde ich sagen, dass wir mal links blinken. Oder ist das die richtige? Stadtgrenze, ja. Okay. Das ist eine Wende hier. Da müssen wir hier wenden anscheinend. Das machen wir natürlich. Klar, wir haben es ja drauf hier. So, ist hier jetzt Abrechnungstag? Oder erst am Terminus? So, raus, komm. Ja, wir sind durch. Hurra, hurra, hurra. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ist es alles okay? Bis auf die Unfälle bin ich von der Zeit her echt gut gefahren, ey. Ich bin der Busfahrergott. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Harald ist der Busfahrergott. Ich meine, hallo? Was hier, warum hier so eine Lücke ist, weiß ich nicht. Habe ich die ausgelassen aus Versehen? Das könnte sein, ich war kurzzeitig desorientiert. Ja, alles bestens, alles super, alles bestens, alles klasse. Ja, und jetzt erstmal eine raus hier. Und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Muss ich jetzt hier zum... Mal schauen, ob ich da einen neuen Plan habe. Moment. Jetzt fahren wir erstmal hier ran. Oder geht es jetzt dann hier zurück? Ach ja, genau. 92 und 13N. Die 13N ist dann eine andere Linie, die ich da fahren könnte wahrscheinlich. Moment. Mal einen Blick auf den Plan schmeißen hier. Ja, Stadtgrenze. Jetzt hat sich der Plan umgedreht.
92. Ich könnte aber auch offensichtlich 13N fahren. Wie kann ich einen neuen Fahrplan machen? Moment, wenn ich jetzt hier Fahrplan abbrechen mache und jetzt zum Beispiel die 13N fahren möchte. 13N, Umlauf, keine Ahnung. Da gibt es keinen Umlauf. Ach, kann man die gar nicht fahren? Oh, das ist ja doof. Dann kann ich ja doch wieder nur die normale fahren. Was ist ein 92E? Geht auch nicht. Ja, das könnt ihr mir bei Gelegenheit auch gleich erklären. Das verstehe ich nicht. So, jetzt sind wir Umlauf 2 gefahren. Was ist ein Umlauf 1? Das ist Ende. Das ist auch nichts anderes hier. Was ist das hier? Ich brauche was mit Start, Stadtgrenze. Dann kann ich nur doch nur wieder das fahren, oder wie? Ja. Stadtgrenze, Freudstraße. Was gibt's denn noch? Das ist Anfang Freudstraße, das ist ja schwachsinnig. Ah, okay, dann sind ein paar andere, so halb andere Strecken dabei. Also letztendlich geht es jetzt eigentlich nur doch darum, ich würde jetzt das Ganze wieder zurückfahren erstmal, ne? Oder? Ja, das war natürlich nicht, das sind wir ja schon gefahren. Anfang Stadtgrenze bis Freudstraße, das ist richtig. Denke ich. 11.03 Uhr. Ah, das ist dann quasi die nächste Tour, genau. Die 92. Ende Freudstraße. Genau. So, das wäre dann hier. Endstation Freudstraße. So. So, und dann wäre das. Moment. Wo ist es? Wo ist mein Bus? Wo ist mein Bus? Noch näher komme ich nicht ran, oder was? Doch. Ja, Freudstraße, Linie 92, das ist richtig. So. Das würde bedeuten, ich kann hier vorfahren. Und hier geht's dann los. Sehe ich das richtig? Ja, also wie gesagt, so ganz durchschaue ich dieses Fahrplanzeugs noch nicht. Aber ich bin eine gute Tour gefahren, es war alles okay, bis auf drei kleine Unfälle und dann müsste es hier eigentlich weitergehen, wenn ich das richtig sehe. Oder ist die Zustiegsstelle woanders? Ich weiß es nicht. Ist egal, für heute machen wir erstmal Feierabend. Ob ich dann mit Wien weitermache, weiß ich noch nicht. Oder ob ich hier noch ein bisschen entspannter rumfahre. Oder was ganz anderes mache, vielleicht habt ihr mir mittlerweile in den Kommentaren so ein bisschen reingeschrieben. Ja, was man noch so alles machen kann oder was ich ausprobieren soll, weil, wie gesagt, so auf Dauer, weiß ich nicht, da müsste ich ja quasi auf das nächste Add-on warten, da kommt dann noch ein Stadtbus-Add-on irgendwie und ein Hamburg-Add-on, glaube ich. Ja, das können wir alles machen, alles, können wir alles machen, wenn es euch gefällt, ja, deswegen, sagt es mir in den Kommentaren und, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat und dann, sage ich jetzt, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Ich speichere mal ab hier, glaube ich, ne. Das geht ja. Ich glaube, ich habe Wien auch abgespeichert. Machen wir mal Spandau 1 hier. So. So, aber jetzt bin ich weg. Ciao.